vorstellen, mein Blick auf die Straße. Einfach atemberaubend. Wir sind ja schon fleißig am Lachen, weil Frohlix kommt auf den Hof gerollt. Aber mit leichter Panne. Also, ich zeig's euch ja, wie der hier ankommt. Wirklich zum Videodreh, Wiener 1. Unser RS6 Diesel ist wieder wirklich, zeigt sich von der besten Seite. Kann man nicht anders sagen. Er kommt da mit dem noblen Hirsch auf den Platz gerollt. Guck's dir an, wirklich. Sollst du die Bude gleich hinten bei dem Flutopfer und hinten auf den Platz hinstellen? Kann doch nicht wahr sein, oder? Das ist einmal die Woche. Endstufe, wirklich. So, servus Freunde, heute neues Video, ganz andere Art und Weise, haben wir so noch nie gemacht, aber ohne Scheiß, könnt ihr dranbleiben, weiß ich jetzt schon, obwohl ich selber noch nie gesehen habe, wird Endstufe bis zum Ende, ne? Das wird, wir sind bei Coop Art. Coop Art, müsst du mal sagen, was ist Coop Art, kurz zusammengefasst? Genau, wir sind ein Online-Auktionshaus, könnt ihr euch vorstellen wie eBay für verunfallte Fahrzeuge. Hier haben wir schon Bock auf Projekte, die wir nicht fertigstellen. Also das ist eigentlich überhaupt kein gutes Terrain hier für dich. Nee, überhaupt nicht. Ich sehe schon wieder irgendeine Leiche. Oh, Frohlix, stell dir vor. Nee, geil. Wir sehen dort auch spezielle Dinge, die noch nicht online sind. Ihr kennt dann auch die Flutgeschichte im Sommer, ne, die unschön war für die meisten. Aber halt, jetzt sehen wir hier die ganzen Autos stehen. Genau. Also wir haben ja um die 500 Autos noch, die aus den Hochwassergebieten kommen, noch nicht aufbereitet sind. Dann gucken wir uns gleich mal an, wie das aussieht, wie so ein Auto, also aufbereitet, klar, die sind schlammig, ne? Da passiert nicht viel. Logisch. Dass die optisch einmal ein bisschen schöner sind, dass du siehst, ist an der Karosse was, wie sieht da innen so aus. Das gucken wir uns gleich einmal an und dann alles andere, was hier noch so steht. Das und ich denke vor allem, was ganz geil wird noch, es wird übelst viele geile Fakten geben. Ich werde, denke ich, ganz viele kleine Zwischendrin-Fragen stellen. Also Gerne. Hier gibt es ganz, ganz viele Input heute, Freunde. Also das ist jetzt dranbleiben. Und Gerne. Ohne Scheiß, vielen Dank für die Einladung, mein Freund. Das ist ja, absolut. Also ich bin Scheiß, sehr gespannt, dass ihr da seid. Und jetzt der Typ Noah ist für mich zur Information. Er ist jetzt ein Händler, der das Auto ersteigert hat bei euch. Genau. Händler, und holt es jetzt ab. Genau, Händler, Dienstleister, irgendwer hat dieses Auto ersteigert, holt dieses Auto jetzt ab. Man muss aktuell noch einen Gewerbeschein haben, um es kaufen zu können. Das hat was mit Garantie zu tun. Naja, logisch. Das wird sich im Laufe dieses Jahres ändern. Also jeder Privatmann könnte dann hier ein Auto ersteigern? Theoretisch ja. Was aktuell noch nicht möglich ist, was aber kommen soll. Ja. Das ist natürlich für viele sehr interessant, denke ich, die jetzt alle am Rechner vielleicht sitzen und sagen, ah, hätte ich gern genommen, habe aber keine Firma. Genau, also ist in den USA zum Beispiel ganz groß. Ne? Da ich wollte gerade sagen, wenn der junge 18-Jährige seinen 69er Mustang wahrscheinlich ersteigert bei euch als Unfallauto, ne? Und sagt, das baue ich mir halt über die nächsten 3 Jahre auf. Ne? Genau. Ganz geil, stimmt. Das machen da viele und ja, ist halt da noch der Vorteil, aber wird sich hier ändern. Geile Geschichte. Geil, wirklich. Aber so, er hat das Auto ersteigert, kriegt ihn dann hier geliefert. Das mit den Gabelstaplern, die haben 4 Meter lange Gabeln dran. Die sind patentiert von Propart weltweit tatsächlich. Ach, krass. Ja. Und sind auch überall die gleichen, ob es in England ist, ob es in den USA ist, in Brasilien. Und die werden dann quasi von hinten einmal durchs Auto verladen, dass du immer unter die Achse greifst, dass du möglichst beschädigungsfrei laden kannst. Geil, das ist geil. Genau. Wollte ich mich gerade fragen, weil machst du die 4 Unterboden kaputt, wenn du mit den Schaufeln reingehst? Greifst genau unter die Achse und halt lädst längs, ne, und nicht seitlich, weil seitlich triffst die Wagenheberpunkte nicht. Naja, ne? genau, richtig. Und deswegen sind die Gabeln auch so lang. Vor allem ganz kurz nochmal, Coop Art, wie viele Filialen hat Coop Art? 11 in ganz Deutschland, also ist ein weltweit tätiges Unternehmen. In Deutschland 11 Stück, also immer so in der Nähe von Großstädten. Wir sind jetzt hier in Nobitz, ne? Ich sag mal Nähe Leipzig. Nähe Leipzig, ja. Dann haben wir Bad Fallingbostel zum Beispiel, Nähe Hannover, Pilsting, Nähe München. Ja. So in die Richtung geht es dann. Ohne Scheiß, wird ein spannender Tag mit dir heute. Genau, lass uns mal reingehen. Das Wetter ist schon wieder das Letzte. Wir haben schon die Coop Art Westen an. Wir müssen nämlich hier ein bisschen auf die Sicherheit achten, ne? Genau, wir müssen hier einmal Warnwesten tragen. Genau. Ich würde euch jetzt einmal eben den Platz zeigen, wenn du Fragen hast. Aber wenn du Fragen hast, Frohlix auch immer gerne. Ich schieße sofort raus, wenn das ist. Also ich bin schon wieder. Du bist schon wieder am 7. Himmel hier. Eine Stunde hier stehen bleiben. Wie groß ist diese jetzt? Weil ohne Scheiß, wenn ich das den Platz sehe, denke ich mir so, lieber Gott, lass uns hier einfach eine Runde rumdriften, wirklich. Geh mal dort ein Stück hin, da regnet es nicht. Wir brauchen ein bisschen Dach. Wir haben hier 99.000 Quadratmeter aktuell. Ist wie so ein L geformt und quasi um dieses Quadrat, die Wiese da vorne, ist gerade in Verhandlungen. Wenn das noch dazu kommt, sind wir bei 140.000 Quadratmetern. Braucht ihr so viel Platz? Ja.
Stellplätze sind jetzt 1800, wenn das alles aufgebaut ist. Wir sehen es gleich da hinten, da ist es teilweise noch nicht erschlossen, werden es 3500 Stellplätze. Wir haben es eben schon angedroht, wir haben die 500 Flutfahrzeuge hier, wo wir hoffen, dass sowas nicht nochmal passiert. Mhm. Aber wenn du halt mal eben auf einen Schlag diese 500 Autos kriegst, ist es gut, den Platz zu haben. Müssen die irgendwo hinstellen, ne? Das Ding ist, wie kommt ihr zu den Fahrzeugen und wo kommen die her? Das sind Versicherungsfahrzeuge. Also wir arbeiten mit großen Versicherungen zusammen, mit fast allen in Deutschland. Beispiel: Du hast mit deinem Auto einen Totalschaden. Früher war das so, du musstest dich halt kümmern, du kriegst einen Teil des Betrages von der Versicherung zurück. Mhm. Und den Teil, den dein Auto noch wert ist, den musstest du selber verkaufen. Okay. Oder gibst du an eine Restwertbörse. Dann kommt immer irgendwer vorbei, holt das Auto ab, gibt dir ein Bündel Geld in die Hand und dann hast du quasi den Wert, was dein Auto vor dem Unfall wert war. Mhm. Bei Copart ist es jetzt so, du kriegst das Auto, nehmen wir dir direkt ab. Deswegen haben wir hier 48 von unseren Trucks stehen. Also nicht hier, sondern deutschlandweit. Mhm. Wir kommen bei dir vorbei. Du kriegst erstmal das Geld nicht bar in die Hand, sondern kriegst es überwiesen per Blitzüberweisung. Also du hast sofort dein Geld, gibst das Auto ab, Dokumente ab und bist dann fertig damit. Okay. Das ist der Vorteil für den Versicherungsnehmer. Mhm. Ist aktuell so, dass du dir das als Versicherungsnehmer aussuchen kannst, ob du das machen möchtest. Oder du sagst, okay, das Geld, was ich von der Versicherung kriege, plus das, was mein Händler mir noch bietet, ist mehr als das, was ich insgesamt kriegen würde. Okay. Im Grunde genommen ist es so, einfach eine Serviceerleichterung für den Kunden. Das ist praktisch. Also vor allem, wenn du als Kunde sogar selber wählen kannst, nee, ich will die Variante oder die, ist ja wirklich freie Hand. Es ist ja nicht so, dass die Versicherung jetzt sagt, nee, das machen wir jetzt so. Das läuft jetzt so, fertig. Genau, also das ist in Deutschland halt so. Beispielsweise in Amerika, wo wir halt auch sehr groß sind, ist es so, in Amerika, in dem Moment, wo das Auto verunfallt, gehört es der Versicherung. Und da kann die Versicherung entscheiden, was passiert mit dem Auto. Das ist da wirklich so? Genau. Stell dir mal vor, sein Corrado ist Versicherungstrainer von Chachos Bio, die Karre wird verkauft. Das ist dein Gebäude. Das ist übel. Und dann versteigert für 3 Scheine. Aber ich muss alles sagen, wenn die Möglichkeit besteht, mal irgendwann in der Zukunft, dass wir mal zusammen nach Amerika fliegen, das angucken, das wäre schon ein Stufe. An mir soll das nicht scheitern. Also das finde ich wirklich, ich glücke doch von den Autoeindrücken her. Vor allem, weißt du, was dort dann auf dem Platz steht? Das ist ja dort, brutal. Dort hast du, denke ich, auch Raritäten noch stehen, wo du denkst, na gut, dann musst du das Portemonnaie wegnehmen. Ja. Zum Vergleich, wir haben in Deutschland ungefähr 3000 Fahrzeuge zum Verkauf aktuell, also die wirklich verkaufsfertig sind. Ja, ja. In Amerika sind es 220.000. Alter, genau. Wahnsinn. Also da ist eine ganz andere Hausnummer. Und aber ganz kurz, diese 3000 Fahrzeuge kann man ganz normal online ansehen und kann sich quasi ein bisschen belesen, was mit den Autos passiert ist und es so weiter. Es gibt sogar, die habe ich hier runtergeladen, eine Copart-App. Genau. Ohne Scheiß, die gibt und die funktioniert tadellos. Da das kannst du selbst ohne Gewerbeschein trotzdem gucken, was es für Fahrzeuge gibt. Genau. Genau, also gucken, nach Fahrzeugmodell, nach allem, du kannst nach allem suchen. Wirklich. Genau. Wenn du einen Account hast, wofür du einen Gewerbeschein brauchst, kannst du dir einen Suchalarm anlegen, wie bei mobile.de auch. Ne? Mhm. Und dann kriegst du, weiß ich nicht, ich suche einen Golf 4, steht jetzt da hinten einer, deswegen sage ich es, ich suche einen Golf 4, Baujahr das und das, Motor so und so. Und dann kriegst du einen Alarm, sobald einer reinkommt. Das ist natürlich geil. Das ist schon mega, ne? Weil ich gerade sehe, Motorräder gibt es auch. Aber sporadisch. Also viele Hochwasserschäden, das ist jetzt ein Unfallschaden hier, ist nicht so unser Hauptgebiet, aber ab und zu haben wir mal welche da. Okay. Da siehst du vielleicht eine geile Abgasanlage, na gut, die geht vielleicht noch. Dann ersteige ich das Ding. Das ist schon Endstufe, ne? Aber gut, sowas hier, das ist dann schon schwierig, ne? Das ist schwierig, wenn du halt wirklich auch Dachschäden und so dabei hast, ne? Guck dir den mal an, ne? Was ist denn hier, ist richtig geknallt, ne? Alter, ja, nie bloß ein bisschen. Ach, du Scheiße. Ich sag mal so, man sieht ja hier Autos, man muss es auch mal ehrlich sagen, wo du nachher denkst, so einmal Land, der da drinnen gesessen hat, will ich nie gerade beglückwünschen. Ja? Genau, das ist halt tatsächlich die Kehrseite der Medaille. Ja, ja, du siehst halt auch diese schöne Sachen. Ne? Genau. Also die Autos, die stark beschädigt sind, die halt wirklich auch stark ölen, wie hier die V-Klasse zum Beispiel, die stehen hier wirklich auf gesondertem Terrain, dass das Öl auch wirklich muss für vorgeschrieben, genau. Ach, alles klar, ja. Genau, haben wir da hinten auch, wo wir gleich nochmal hingehen zur Aufbereitung. Ja. Okay. Aufbereitung in Anführungszeichen. Ja. Und ansonsten ist ja auch überall nach Umweltvorgaben gearbeitet worden. Ne? Ich wollte gerade sagen, musst du, denke ich, auch bei der Größe eurer Firma ist das, denke ich, auch angebracht. Okay, geil, ich bin heiß. Ich bin auch. Ich bin wirklich heiß. Super spannend, ja. Wirklich, dass das Wetter heute wieder so mitspielt, toll. Wird das hier gekommen? Das ist brutal! Eine Harley ist schon, das ist schon Chef, ne? Ja, ist geil, ne? Also, was ist mit dem Ding? Wegen dem Frontschaden hier? Das kann ich dir so gar nicht sagen. Da könnten wir gleich mal reingucken. Also das, wir die Nummer uns mal angucken? Genau, das Spülmittelverlust. Oh oh. Genau, das ist die Lotnummer, also quasi unsere Inventarnummer. Wenn ihr die oben direkt auf der Webseite eingibt, kommt ihr direkt zu diesem Modell. Ja. Und da steht dann halt auch bei, was der Schaden ist. Geil, das ist so eine Kiste. Ohne Scheiß, das ist wirklich geil, das Ding, ne? Mit den Boxen und alles, ne? Brutal. Guck mal, hier ist das nächste Honda. Eigentlich nicht viele Motorräder, aber schon ein paar ganz schöne Buden hier stehen, ne? Also, Motorräder, keine Ahnung. CBR 600 also, RR. Ja, ja, aber das ist jetzt, ich sag mal, keine Schrottmotorräder eigentlich. Also keine, wo du sagst so, die macht doch keinen schlechten Eindruck, oder? Ja. Guck mal hier, das Dach, das kriegen wir mal wieder rausgedrückt, oder?
Kennst du einen Wellendrücker? Aber auf sowas hätte ich auch mal Bock, auf so eine Jeep-Geschichte hier. Ja, genau. Also wenn wir die Nummer haben, können wir mal reingucken, was in dem Auto dran ist. In diesem Fall ist Schiff drauf. Genau, nicht starten. Ich denke, das ist das Problem. Ah! Na ja, gut, sitzt du ja auf Beifahrerseite. Ja, da ist wahrscheinlich irgendwas im Gelände schiefgegangen hier. Aber ich bin ehrlich, guck mal jetzt, bei so einem Auto, das kriegst du relativ, ich will behaupten, ein bisschen gezogen, gedrückt, Türen machst du neu. Also ich würde nur ein bisschen krumm fahren. Es kommt am Ende dann immer darauf an, was das Auto halt kostet oder für was du es ersteigerst. Genau, aber ich denke vor allem in Amerika hast du einen riesen Vorteil, da guck ja nachher, ob das Ding noch TÜV-konform ist. In Deutschland hast du ein Problem. Genau, also macht es schwieriger. Es gibt relativ viele Jungs in den USA und auch im englischsprachigen Raum, die Autos wieder aufbauen, also im YouTube-Bereich auch. Naja. Und die haben halt wirklich irgendwo so ein Zelt im Garten, da haben eine Richtbank drin und dann kloppen die das Ding gerade und dann kommt keiner drauf. Ne? Das kann auf jeden Fall noch extrem spannend werden. Hier stehen dann unsere Radlader, das hatte ich eben schon angedeutet, ja, zur Verladung. Das ist jetzt dieser Bügel für zum Beispiel Transporter oder so. Das ist, wie man das von einem Abschlepp-LKW kennt. Der greift dann einmal drunter, fährt die Kralle zusammen und hebt dann die ganze Achse an, okay, weil wir dann mit den Gabeln nicht runterkommen. Ansonsten Rasenmäher und eine Kehrmaschine. Eine Kehrmaschine vor allem. Was die kostet allein schon. Wie viele Leute arbeiten hier auf dem Platz bei euch? Auf dem Platz so 15 ungefähr. Und wie läuft denn das in so einer Auktion ab? Wer bewertet denn das Auto, was so der Restwert, der mindestens noch kommen muss, ist? Also im Sinne, was kommen muss, gibt es nicht. Du fängst halt an mit so einem Mindestgebot, das kommt dann von der Versicherung. Okay. Es wird natürlich, die Autos werden ja alle begutachtet. Die sieht man schon mal, das wird, denke ich, ein Flutauto sein, so wie Schlamm, die da dran ist. Ja. Ah, da kannst du die Türen offen lassen beim Kerchern. Das ist scheißegal. Bei dem Auto ist Bruch dann, ja. Ganz am Anfang haben wir das, einmal kurz ein Stück, genau, ein Stück rein noch. Ganz am Anfang haben wir das so gemacht, Folix. Da sind wir mit der einen, auf der einen Seite stand einer mit dem Kercher und auf der anderen Seite einer mit dem Nasssauger. Und dann einfach den ganzen Schlamm raus. Wenn wir hier reinfilmen. Scheiße. Das ist wirklich brutal. Wahnsinn. Aber das sieht man auch noch mal voll, stimmt, ne? Wie hart und krustig dieser Schlamm wird, ne? Das liegt, der legt sich in jeder Falte, ne? Der Schlamm. Naja, da hinten sieht er schon ganz gut aus. Hey, also. Oh, Freunde, was ist denn hier? Erstmal, ne? Da muss ich ehrlich denken, meine geile alte E-Klasse von Inakant. Ah, ich hätte wieder Bock auf eine E-Klasse. Ja. Daily gab es wirklich nichts Besseres, ne? War schon ein bequemes Auto, ne? Super. Und die kannst du schon anziehen. Man muss wirklich eins sagen, das will ich mal vorweg sagen. Der Olli hatte gesagt zu mir, Erik, ich will dabei sein hier, wenn ihr das filmt, weil ich will, dass ihr diese Goldgräberstimmung auch ein bisschen mitbekommt. Das ist ja wirklich so. Und ich so, Goldgräberstimmung, hä? Und ohne Scheiß, du hast das Gefühl, geil, und was ist das für ein Schätzchen? Oh, ist das was Geiles? Das ist so, und vor allem, jedes Mal, beim Blick ums Auto, denkst du so, oh, der geht ja, und dann, ah, doch zu viel, scheiße. Es ist wirklich Endstufe, ey. Genau, das ist kein echter GTI, da bin ich eben auch drauf reingefallen, der hat sich nur die Pötte drunter geschraubt. Ich habe mir den aber eben angeguckt, ich glaube, der hat vorne einen. Und sonst geht er, oder? Der TTS hier, der hat auch einen Frontschaden, ist aber ein echter TTS. Okay, gut, da muss man halt dann immer gucken, ne? Na gut. Hat schon ein bisschen gerumpelt hier. Scheiße. Aber so ein Rundstreckenprojekt wäre doch nicht schlecht. Das ja, wieder so gehen, aus. Ne? Da hat es auch mal ein bisschen geklimpert hier. Scheiße. Ich muss trotzdem mal bei eins sagen, ne? Ich möchte nicht, wenn ich das wieder sehe, die ganzen Unfälle, wo ich keinen Bock auf einen Unfall. Du willst doch nicht die Geschichte immer dahin noch wissen. Nee. Also, ich denke, da waren einige unangenehme Momente dabei hier. Ich glaube auch wirklich. Auch hier, das hat ja auch ordentlich geknallt. Die Autos werden immer abgedeckt mit so einer Folie hier. Ne? Ja. Also wenn es jetzt nicht gerade ein Wasserschaden ist, der durchgekerchert wird, dann werden die abgedeckt und möglichst wasserdicht verschlossen, dass nicht noch zusätzlich irgendein Schaden hier entsteht durch Feuchtigkeit. Finde ich aber geil, dass sie das macht. Wirklich, also das ist ja nicht selbstverständlich. Steht eigentlich auch immer mit dazu, was mit dem Auto passiert ist, also was das für eine Art Schaden war, weil ich sag mal, wenn jetzt der T-Cross ordentlich ausgekerchert ist und mal ein bisschen durchgetrocknet ist, denkst du dir auch nur, was ist mit dem Ding, der ist doch top. Machst Foto, solange der nass ist, dann sieht das keiner. Ja. Nee, du hast einen Primär- und einen Sekundärschaden dabei, also Primärschaden, offensichtlich Wasserschaden. Mhm. Und dann, was wir eben schon gesagt haben, wenn der zum Beispiel hochgeschwemmt wird und irgendwie gegen Bäume oder so, dann hast du Sekundär natürlich noch Karosserieschaden dabei. Ja. Okay. Ja. Welche Kategorien gibt es bei euch zum Auswählen? Also zum Beispiel Unfall, was gibt es noch? Diebstahl? Genau, Unfall, also da kommt es drauf an, Frontschaden, Seitenschaden, Heckschaden, Überroll,
Ne? Kann ich aber sogar im Konfigurator mir aussuchen, ne, was ich haben will. Übrigens. Okay, dass du gleich sagst, also Überroll brauchst du nicht mehr mit reinnehmen. Genau. Dann Wasserschäden, Hagelschäden, Diebstahl, so Sturmschäden, sag ich jetzt mal, ne, gibt's ja auch. Wenn, weiß nicht, fällt hinten ein Baum drauf. Aber so ein Hagelschaden wäre ja immer noch so ein, ich sag mal so, vertretbarer Traum hier auf dem Hof. Ja, okay. So gesehen, ja. Das geht ja immer noch. Aber Hagelschäden sind dann halt hier die wirklich wirtschaftlichen Totalschäden sind. Ich sag mal, ein Corsa B mit einem Hagelschaden, da repariert keiner, ne? Nee, der steht dann hier. Naja, ein 150.000 Euro Auto wird wegen dem Hagelschaden jetzt nicht rausfallen. Ne? Ja. Deswegen, ne. Hier. Ein Alter? S4, ja. Ich weiß nicht, ob das noch ein V8 ist. Ja, können wir dann gucken. Weil die Felge hat auch schon bessere Tage gesehen hier. V8? Yes, baby. Ersatzteile kann man ja auch sagen. Ich brauche nur den Motor, ich brauche nur die Innenausstattung. Wenn jetzt innen alles top ist, guck mal, wie bei dem, das sieht jetzt nicht schlimm aus, innen drin, die Ort. Naja, innen geht's. Das ist halt schon Fachwissen, am Ende des Tages. Ist so. Genau. Du musst halt ein bisschen gucken, wie teuer geht er halt raus, ne? Wie viele Leute haben noch Interesse für das Auto, weil das steigert natürlich den Preis. Ja, oder traust du dir zu, die Achse zu reparieren? Keine Ahnung. Gut wäre schon mal, dass wir irgendeine Vereinbarung finden, wenn doch eine Klappe mit reparieren, dass man wieder herstellt. Ja, deswegen aktuell nur Geschäftskunden war keine Gewährleistung. Ja. Was ist denn hier hinten? Der hat doch irgendwelche chemische Waffen. Genau, ach so. Symbolik da drauf. Ja, das könnte, also zum Beispiel bei Wasserschäden ist es so, wenn ihr anfängt zu gammeln von innen, dann kriegst du halt diesen Chemie-Kampfstoff-Aufkleber. So. Das erstmal für uns, dass wir wissen, pass auf, vielleicht mit Maske rein oder vielleicht gar so nicht schlimm rein. Ja, können wir uns gleich mal angucken. Also ist jetzt nicht, aber ist jetzt nicht so, dass da drin aus Versehen einen Eimer Salzsäure verkippt? Nein. Okay. Nee. Hat nämlich hier solche brutalen Chemie-Aufkleber drauf. Ja, aber recht, im Sommer, wenn die Hitze auf das Auto drauf knallt, ja, klar, und dann sieht ja der Quatsch erstmal aus. Ne? Jetzt aktuell, vielleicht für euch ganz interessant, wir haben den A5, also erste Baureihe aus 2009, als RS noch da stehen mit einem Motor- oder Getriebeschaden. V8 Sauger. Genau, schwarzes Coupé, leider kein Schwarzpaket dran. Können wir uns gleich rechts nochmal angucken. Ist der hier? Nee, der steht in Hannover. Ist ganz gut so, da ist der nicht mehr reingeschränkt. Übrigens ganz kurz, wir haben vielleicht so 5%. Genau, also wir kommen da. Ja. Wir sind jetzt 4 Schritte hier überlassen. Ist so ein Stück, wir sind schon ganz schön hängen geblieben hier. Mal Schirm nochmal auf, also wenn einer mit unter den Schirm will, ich will gar nicht so frech. Ich bin mal ganz scharf auf die Renault 19 Schamade. Da hinter dem Garagentor haben wir noch einen kleinen Platz für Gutachten. Da ist eine Hebebühne drin. Okay. Also wenn nochmal irgendwo Fragen sind bezüglich Versicherung, was ist an dem Auto genau dran, wird der da einmal hochgenommen. Kunde, der sich jetzt ein Auto rauspickt, kann der sich das vorher schon mal live anschauen? Ja, du kannst kommen und sagen, ich interessiere mich für das Auto und möchte mir den gerne mal angucken. Okay. Das ist kein Problem. Und wir haben auch hier einen Rechner zum Beispiel stehen, an dem du auch dann direkt bieten kannst. Wenn du sagst, okay, ich habe den jetzt gesehen, ich habe jetzt aber kein Handy dabei oder was weiß ich. Ich sagen, ihr seid krass. Ganz schön fortschrittlich. Komplett also muss ich wirklich einfach, sagen, oder? Das System so in Deutschland... Hätte ich jetzt nie gedacht. Also muss ich sagen, ziehe ich meinen Hut davor, wirklich. Ja, wie gesagt, kommt seit 1982 aus den USA, ist da dann gewachsen, ne? Seit ungefähr 4-5 Jahren aktiv in Deutschland. Also da haben sich, das ist schon erprobt vorher mal. Ne? Aber finde ich trotzdem cool, dass ihr Fuß fasst und da ordentlich Vollgas gebt. Also wirklich brutal. Ich hoffe, dass jede Woche was Geiles reinkommt, weil dann wird es echt in dem Portemonnaie, wirklich. Ja, auch platzmäßig, wir müssen dann mal gucken. Sollen wir einmal hier so ein bisschen... Du gibst den Ton an. Ja. Man muss ja dazu sagen, ihr gebt ja dem Auto nochmal eine Chance. Ja, ne? Die kommen halt wieder auf die Straße zurück. Ne? Also je nachdem, was man jetzt sucht. Hier siehst du zum Beispiel der gelbe Passat hier. Da ist dann diese Folie drauf, damit halt nicht zusätzlich nochmal Feuchtigkeit einbindet. Damit das Auto trotzdem trocken bleibt, ja. Genau. Was mich nicht wundern würde, wenn jetzt einige schreiben, ach du, ich habe mal einen Unfall gesehen. Ja, wirklich. Das ist mein Passat, das kann doch nicht sein. Ja. Ach so, da können wir eigentlich nochmal kurz auf die Geschichte Diebstahl kommen. Es kann ja tatsächlich sein, denn sein Auto wurde geklaut. Die Versicherung reguliert, derjenige bekommt sein Geld, hat ja aber rein theoretisch trotzdem die Chance, sein Auto, was dann vielleicht hier wieder auf dem Platz steht, wieder zu kaufen, oder? Wenn er Glück hat, ja. Also sobald so ein Diebstahlauto wieder auftaucht und quasi, wie du sagst, reguliert ist, dann können die bei uns landen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Kann ich dir so nicht sagen. Also, das würde mich mal interessieren. Musst du halt schon suchen, ne? Ja, kommt auf die Versicherung an, bei der du bist, ob die mit uns zusammenarbeiten. Ob die mit uns zusammenarbeiten. Oh, okay. Ich weiß nicht, wo ich es dir geht, aber es ist wirklich ganz schön regnerisch. Hier, warte kurz. Entspannt. Ganz entspannt. Hier, E36 übrigens. Aber ich wollte ihn noch brechen. Genau, nee, alles gut. Also es kommt dann auf die Versicherung an, ob die mit uns zusammenarbeiten oder nicht. Dann entscheiden die das im Prinzip, was mit dem Auto passiert. Ne? Ich muss dir auch kurz vorwarnen, du hast es schon ein bisschen mitbekommen, aber bei mir ist das ganz oft so, wenn wir im Gespräch sind und mich interessiert auch wirklich sehr, was du sagst, aber wenn ich was Geiles sehe, überhaupt bin ich immer ein Typ, ich kann mich dann, ich muss dann immer kurz rausschießen. Das ist ein bisschen autistisch, kannst du mich sagen. Da habe ich wirklich den Dreschig im Kopf, wirklich. Gar kein Problem.
Genau, die Zuschauer kennen das mittlerweile schon von mir. Wenn ihr irgendwas seht, dann schreit ihr bitte. Nee, guck mal hier, 5,35 Diesel ist eigentlich gar nicht schlecht. Eigentlich will ich schon wieder Kim zeigen, dass es Coop-Art gibt. Mich kotzt es eigentlich schon wieder an, dass dann alle gucken. Vielleicht will ich nur ich die Auswahl haben. Einmal kurz zum Auktionsmodell. Wir haben jeden Tag eine Auktion. In der Auktion sind dann immer, also wir haben zwei Lanes, heißt es. Also du kannst, damit du parallel bieten kannst. In jeder Lane sind 150 Autos, also 300 Autos werden jeden Tag versteigert. Okay. Mit Ausnahme von Mittwoch, da sind es nur 200. gut. Geil. Aber geil. Mit aber gewisser Versatz, der hier durchgeht an Autos. Mhm. Und dann guckt euch quasi an, hier der T4 da hinten oder der T6 daneben, der steht in der Auktion am 20.05. Und dann setzt ihr euch da vor den Rechner und fangt dann an zu bieten. Also der ist ganz gut, der hat links oder rechts einen kleinen Schaden an der Tür. Und auf der linken Seite der Spiegel ist weg, den hatten wir uns tatsächlich für uns mal angeguckt, das Marketingfahrzeug. Ja. Ich muss wirklich sagen, der auch mit DSG, ne? Sieht an sich, macht er erstmal einen schicken Eindruck hier. Das passt. Muss ich ehrlich sagen, das ist ein geiles Reiseauto, ne? Ja. Bei dem, wie gesagt, den habe ich mir eben mal angeguckt. Den war, hier fehlt jetzt die zweite Sitzreihe, dritte ist drin, erste ist auch drin. Aber ja gut, wenn der Preis passt, so eine Sitzreihe kriegst du bei eBay ja auch. Ja, ja. Wenn man sich da ein bisschen Zeit nimmt und ein bisschen was zusammensucht, kann man da schon coole Dinger machen, ne? Ja. Der wusste schon, dass er uns hier kriegt bei dem Scheiß. Ich habe Autos verkauft, was soll ich sagen? So, pass auf, jetzt kommen wir eigentlich zu einem brutalen Schätzchen. Ja, das ist wirklich brutal, weil das Auto hat nichts, also fast nichts, denn es ist einfach nur ein Diebstahl. Also das Auto wurde irgendwann mal geklaut? Ja. Versicherung hat reguliert, der ehemalige Besitzer wurde quasi schon entschädigt und jetzt steht das Auto quasi in Zukunft hier zum Verkauf. Genau, Auto ist wieder aufgetaucht, wir haben keine FIN-Fälschung, das ist ja sonst auch gerne mal so, ne? Da gibt es ja die dollsten Möglichkeiten. Ja, ja. Aktuell läuft ja dann eine Fahndung nach dem Auto, das muss bei der Versicherung oder bei der Polizei einmal gelöscht werden. Ja. Und wenn du diese Fahndungslöschung hast, dann kannst du den Wagen auch wieder anmelden. Achtung, ich zeig das Ding mal. Ich muss, Also das ist wirklich brutal. Das ist, wenn ich richtig liege, ein T4 Multivan California. Das ist ja quasi schon ein Facelift, wenn ich richtig liege. Ja. Und der hat den 2,5 Liter Fünfzylinder drin. Wir gucken mal rein. Das ist ja dann individuell, ne? Automatik. Ja genau, ist auf jeden Fall Facelift, weil der hat ja schon das neuere Lenkrad drin. Und riech mal drin, Frolix. Riech mal. Wie neu das Ding. Ja. Ohne Scheiß. Riech nach Camping. 2003er Baujahr. Baujahr 2003. Mit komplett allem drum und dran. Hier. Und wirklich alles funktionstüchtig, ne? Zelt. Wahnsinn. Der sieht so aus. California. Muss ich sagen, eigentlich ganz gut gepflegt, ne? Also, da ist er jetzt hier runtergerockt. Nicht mal Rost oder irgendwas. Ja, das Ding ist wirklich. Aber Basis sieht wirklich ganz gut aus, ne? Also. Ja. Also alleine in dem Wissen, wie wertstabil diese Autos sind und wie gefragt die teilweise am Markt sind, wirklich Wahnsinn. Dass man dann an so ein Auto irgendwie noch kommen kann und wenn man richtig viel Glück hat, das ist auch sehr günstig. Oh, jetzt sogar Saft, sehr gut. Krass. Hey, tipptopp, wa? Alter, die Kiste schnurrt einfach wie ein Kätzchen. Aber wirklich jetzt, ne? Machen wir von auf. Guck mal hier. Muss ich wirklich sagen, die sieht alles tippitoppi aus. Guck mal hier, im Wechsel. 20. Im T4 Multivan California mit Dachzelt allen drum und dran mit 140.000 Kilometer. Polix ist schon ganz heiß. Ich denke, der hat sein Auto gefunden. Elektrische Fensterhäufer, alles geht. Ey, das Ding ist top, wa? Total, oder? Ja. Ich sehe uns schon im Camping. Wie geil das ist. Oh ne, ich hab gut, wirklich. Ist jetzt top. Ja? Also der ist richtig begeistert von dem Auto, ne? Das musst du erst mal kriegen, sowas. Ja. Mach's gut, Frolix. Viel Spaß. War toll, dich gesehen zu haben. Hau rein, Kumpel. Und vor allem Facelift, das ist ja das Geilste. Ist es nicht aus dem Kopf, wie gut diese alten Automatikgetriebe funktionieren? Aber das Facelift finde ich ja schon mega. So tiefenentspannt, ne? Fahrzeug geht auch. Zeitheil und Röderau. Wie entspannt du hier drinnen sitzt, Alter. Das ist brutal. Musst du wissen, wenn du hier stehen lässt. Das Hauptproblem ist immer gerosteter Scheibenrahmen hier, ne? Denkst du? Aber, ja gut. Aber ich sag mal so, Frolix, ganz ehrlich, selbst das wäre jetzt kein Problem bei dem Auto. Natürlich Grundbasis, also das musst du erstmal hinkriegen, ne? Naja, ist wirklich so. Gut, gehen wir erstmal weiter. Ja. Wieder komplett abgestorben. Aber ansonsten
Ausstattung und so schon top. Ja, also die Sitze sind gut. Ja. Und hier übrigens, ne? RS4, muss ich immer an Robert Wünsch denken. Stimmt, der hatte damals den. Genau, den. Und muss ich sagen, von der reinen Optik her ist das für mich der zweitschönste RS4. Nach dem B5. Die Felgen gehen auf jeden Fall. Ja, komplett, wirklich. Also muss ich echt sagen, also das Auto ist. Oh, die Sitze. Ja. Lieber mit Schwarz, wenn er jetzt das Schwarzpaket hätte hier. Und? Naja, das wäre schon mega. Das ist echt, echt hart zu sehen, sowas, ne? Hier seht ihr, WL steht auf den Autos dann drauf. Wasserlinie, bis dahin stand das Wasser. Hier wirklich. Also bis unter das Dach. Bis unter das Dach. Okay. Ja, manchmal sieht man es irgendwo, da steht es irgendwo höher Tankdeckel oder so, aber dieser wirklich ja, verschreckt. Wer von der S-Gang? Wir. Gutachter. Also wenn wir die Autos abholen. Mhm. Brutal. Das sieht aus, als wenn man hier auf dem Schlachtfeld wäre, oder? Aber das Lenkrad, na gut, kriegt man vielleicht mal hin. Da ist auch noch drin, da unten rechts. Da ist noch ein Handschuh vor. Ja. Was du die brauchst. Ladekabel. Ladekabel. Aber muss ich sagen. Na gut, das brauchst du dann auch nicht mehr raus. Da sieht man aber trotzdem, ne, die Autos, da wird vielleicht nicht mehr rausgeräumt erstmal, ne? Das wird zugelassen. Ja, also bei den Hochwasserautos hat das natürlich, wie du hier siehst, ne, so ein bisschen was mit Gesundheitsgefährdung zu tun. Vollkommen logisch. Ne? Aber bei einem Verunfallten, wenn da jetzt eine Sonnenbrille drin ist oder eine CD oder was weiß ich, dann wird ein Köfferchen gepackt und das wird an den Kunden zurückgeschickt. Ach so? Mhm. Tatsächlich. Also hier siehst du jetzt auch wieder, dass wieder vorne an der grünen Plakette siehst du, dass es Ahrweiler war. Mhm. Ja. Ahrweiler und vor allem, guck mal, selbst im Scheinwerfer ist der Schlamm drin. Ja. Mhm. Also hier weißt du eigentlich. Ahrweiler war auch das Gebiet, was mit so am schlimmsten betroffen war eigentlich, ne? Ja. Genau. Ich war, da habe ich eben erzählt, dass die Kamera aus war. Ich war da in Ahrweiler mal eine Woche und habe mir das angeguckt. Also wir haben da mit einer großen Versicherung zusammengearbeitet und die Autos dann da entgegengenommen, was ich euch eben am Anfang erzählt habe, wo die Kunden sagen konnten, okay, wir nehmen den und wir behalten den oder wir geben den ab. Und da hast du dann natürlich gesehen, was da so ankommt. Ne? Wahnsinn. Ja. Der ist super, super krass, wirklich. Also wir hatten einen da, das war ein RSQ8 R von Abt. Mhm. Den hast du nicht erkannt, weil das THW ist mit dem Greifer da oben reingegangen. Oh. Und du hast es halt nur noch gesehen, auf den Sitzen stickt Abt das dann ja so ein. Ne? Ah, da hast du gesehen, RSQ8 R, sonst kein, so hast du es nicht erkannt, was das für ein Auto ist. Krass, ne? Ja. Muss ich ehrlich sagen, ich könnte mal in die Kommentare schreiben, so ein RS4, mal, der geht ja noch vom freien Schaden, von außen ist das jetzt nichts Unreparierbares, ne? Aber würdet ihr sowas holen und nochmal aufbauen? Sollten wir das machen? Naja, du musst ja wirklich eine komplette Innenausstattung alles finden. Und Motor ist ja auch abgesoffen. Der hat die schönen Schalensitze, ne? Der hat ja alles. Der Robert, ein Kumpel von mir, das ist eine Videoreihe, mit dem arbeiten wir zusammen. Da haben wir in Bad Fallingbostel bei Hannover einen M2 Competition, den Clubsport, einen CS abgeholt. Mhm. Wasserschaden. Wenn ihr Interesse habt, wie sowas aussieht, guckt euch das gerne mal an. Naja, echt spannend, wirklich. Der baut das Ding halt von null auf wieder auf, ne? Genau. Also er hat aber es ist richtig Aufwand. Genau, also bei ihm war das halt so, der hatte null Karosserieschaden, der ist nicht aufgeschwemmt worden und der Robert ist sehr fit, was so Elektrik angeht. Naja, und hat natürlich Connections zu BMW. Das ist natürlich ideal dann, ja. Der kriegt die Teile ein bisschen günstiger und ist fit, aber ist es natürlich, also... Naja, ne? Ist schon ganz schön aufrissig. Ja. Guck mal hier, neuer Tesla für dich. Ich sag mal so, man sieht hier ganz klar. Ach krass, guck mal die Fußmatte an. Oh. Ach du Heimatland. Ach krass. Das ist wahr. Da weißt du, wie viel Schlamm da drin war? Das war ein Arzt. Arzt im Dienst. Ach na eben. Batterien, ist das der geheizt in dem Auto oder was? Krass. Ey, vor allem, ne? Da weißt du auch. Geht nicht auf. Guck mal die Hutablage an. Ja. Da weißt du auch ganz klar eins, ne? Also Elektroauto. Da ist überall Schlamm, egal wo du hinguckst. Auch Elektroauto mit Wasserschaden brauchst du gar nicht anfangen. Na gut, das ist normal, aber das auch. Das kannst du ganz vergessen. Wir haben gesonderte Plätze eigentlich für Elektroautos. Mhm. Ja. Der hier ist noch nicht aufbereitet oder noch nicht sauber gemacht. Mhm. Und wenn die dann fertig sind, stehen die wegen Brandgefahr dann halt gesondert nochmal, ne? Das ist das nächste. Lexus. Von den Wasserschäden. Klausi, ich wollte ja gerade den einpacken, wirklich, aber der ist es dann noch nie geworden. Scheiße, du. Krass. Das ist schon hart, solche Autos hier so fertig zu sehen. Ja, jetzt heftig geknallt. Junge, Junge, du. Auf jeden Fall auch Flut. Der ist bestimmt da an so einem Brückenpfeiler hingeblieben oder so. Vom Fluss mitgerissen. Krass. Also man muss mal sagen, wie riesig dieser Platz hier ist. Das ist wirklich Wahnsinn. Und jedes Auto erzählt eine individuelle Geschichte. Brutal. Was habt ihr hier gefunden? Golf 7 GTI TCR. Aber den hat's richtig erwischt. Mit offenem Luftfilter vor allem.
Krass. Das ist krass, oder? Guck dir das gut. Aber den hat wirklich. Den hat es auf jeden Fall im Fluss mitgerissen, ne? Ja, genau. Oh, guck mal hier, guck mal hier. Hier wächst aus der Tür ein kleines Muslänchen. Krass. Ja, überleg mal, die das ist ja Wahnsinn. Hier, ne? Guck mal. Hast du schon gesehen? Wahnsinn. Das ist krass, oder? Wie hart ist das, wie die Erde hier drin liegt? Ja. Das kann man sich nie vorstellen, ne? Gut, hier brauchst du halt wirklich nicht mehr anfangen, ne? Nein, also der ist durch. Jetzt die Frage ist, wer kauft das jetzt noch? Weil bei euch geht ja alles weg. Ja. Es gibt ja nichts, was stehen bleibt. Ach so? Also es gibt Autos, die laufen 2-3 Mal durch eine Auktion, ne? Aber irgendwann werden sie verkauft, ja. Krass. Und wer macht was damit? Da, ganz ehrlich, was ich hier brauchen könnte, wäre so hart wie es klingt, die Fahrgestellnummer. Ja, wahrscheinlich. Es ist wirklich so. Aber sonst nichts. Das ist wirklich die komplette Reihe eigentlich mit Flutautos, ne? Ja, also hier der ganze Bereich hier, wenn ihr hier mal guckt. Und auch schade, wenn so Klassiker dabei sind, ne? Habe ich euch eben erzählt, in Hannover steht ein 964 Targa. Ne? Oder auch so, weiß nicht. Jetzt muss ich auch mal fragen, weil das sind ja doch relativ viele. Wenn jetzt mal lange keine, ich sag jetzt mal so eine Flutkatastrophe oder irgend sowas war oder groß Unwetter, ist der Platz dann trotzdem mit anderen Autos voll? Ja. Ja, also du kannst ja gucken, wir kriegen ja die Unfallautos hier. Ja. Und ja, so traurig das ist, Unfälle passieren immer. Ja. Daher gibt es leider, auch bitte nicht falsch verstehen, immer genug Nachschub, ne? Ja. Guck dir das an. Als hätte ich das Leder bestellt. Das stimmt. Den sieht da, den hat es ja richtig erwischt, ne? Fällt's hier drauf? Brutal. Der hat einen kleinen kurzen, sehe ich da drüben. Da ist ein Unterberg im Fach. Na eben. Der hat ihn rein gegönnt. Na, da hast du doch dein Basisauto. 320, das ist er. Coupé. Handschalter, Freunde. So wollte ich ihn. Facelift. Einfach mal kurz aussaugen, das Ding. Guck mal hier. Guter Cayman. Krass. Man guckt immer wieder rein und denkt sich so, krass. Aber guck dir das mal an. Was ist denn hier passiert? Ist hier ein Tier durchgegangen oder was? Ein Tier vor allem. Na guck mal, riecht mir aus wie mit Krallen zerrissen, das Ding. Na gut, wenn das Ding halt im Fluss mitgeschliffen wird und so, ne? Oh, denkst du, was da für Kräfte wirken? Bist du auch hier im Box, hä? Aber die komischerweise, die Bremssättel sind fort, ne? Die hat ja, sich schon. Die Felgen auch, ich weiß nicht warum. Felgen und Bremssättel hat sich hier schon jemand gesichert, denke ich. Finde ich schon krass, dass es einfach so dann abgebaut wird oder geklaut wird, teilweise so schnell noch. Ne? Also nicht bei euch, muss man zu sagen, nicht bei Coport auf dem Platz, sondern davor schon. Die kommen so hier an, ja. Ja, man muss halt sagen, ne? Also die Felgen und Bremsanlage, die kann man halt auch immer verkaufen. Die wird sich der Besitzer vielleicht noch gesichert haben. Ja, also das. Da geht, wie du eben schon sagst, da geht ja nichts kaputt, ne? An so einer Felge. Ja, genau. In der Regel stört dir das nicht, ob da Wasser dran ist. Mit dem hier, Alter, den hat er auch geschaut. Den hat auf jeden Fall im Fluss mitgerissen. Guck dir das an. Ist das auch ein Flutschaden? Also sind nicht alles Flutschäden, ne? Also dreckig wie der ist, denke ich schon, ja. Das wird. Das Dach. Ja, doch. Doch, der könnte. Ja. Es ist erstmal, muss ich echt sagen, geil. Also wirklich, ich bin richtig angefixt, schon wieder hier, eigentlich schon nächste Woche schon wieder herzukommen und schon wieder zu gucken, was hier Neues gibt. Das ist wirklich geil. Also muss ich echt sagen. In welchen Intervallen kommen neue Autos? Täglich. Täglich? Täglich. Okay. Also seht ihr, ne, hier wird an- und abgeladen. Mhm. Unsere LKWs sind immer unterwegs und holen halt von den Versicherungsnehmern ab. Ja, und sobald so ein Zug voll ist, kommt er hier an, lädt ab. 8er bis 10er Züge haben wir und dann kommt halt immer neues Material rein. Ne? Aber wir melden zum Beispiel auch ab, wenn ihr euer Auto noch ist verunfallt, steht noch angemeldet vor der Tür, in der Werkstatt, wo auch immer. Hier kümmert euch quasi um alles. Wir melden auch ab, kostenfrei, ist kein Problem. Wie hieß die andere Variante von euch noch? Cash for Cars heißt das. Cash for Cars. Genau, also richtet, wie wir kaufen ein Auto, richtet sich an Privatkunden, die halt verunfallte Fahrzeuge haben oder Beschädigte. Ne? Mhm. Getriebeschaden, Golf 4, kriege ich nichts mehr für, will ich aber auch selber nicht verschrotten lassen. Und dann cashforcars.de. Einmal Formular ausfüllen, freuen sich also meine Kollegen. Also kann sich eigentlich jeder bei euch melden, der ein Auto hat, wo er sagt, du, das muss eh weg? Genau, also unter dem Namen Copart läuft das alles für die Versicherung und Cash4Cars ist für den Privatmann oder die Privatfrau. Okay, und ihr bietet denen dann quasi einen Preis an, wo ihr sagt, das ist noch realistisch für das Auto? Ja, es ist halt ein Preis. Wir sind da auf verunfallte Fahrzeuge spezialisiert oder Beschädigte. Ja. Ne? Daher sind die Preise jetzt nicht so, wie als hättest du ein Taco-Auto. Ihr müsst ja wieder irgendwo einen Gewinn erzielen für euch im Unternehmen. Genau, aber die Autos nehmen wir dann auch. Wir holen die ab, wir melden die ab.
ab bei Bedarf. Wir kümmern uns um alles, also im Prinzip nur Formular ausfüllen. Dann kommen wir vorbei und holen das Auto ab. Ich finde es super geil. Ich hoffe wirklich, dass wir noch fündig werden, weil ich habe richtig Bock. Also ich denke, das war unser letztes Video hier. Nee. Ohne Scheiß. Also da hast du wirklich funkelnde Augen, wenn du hier über den Platz läufst. Also einfach, weil man halt immer irgendwie Potenzial, immer eine geile Granate treffen könnte. Ne? Ich sag mal so, wir können schon mal eins festhalten mit Olli. Ob er es noch nicht weiß oder nicht, ist egal, aber wir müssen nach Amerika zur Coop-Op mit Olli. Wir müssen uns noch ein paar andere Deutschlandplätze angucken, auf jeden Fall, weil es richtig geil ist. Gerne. Gerade wenn wir in Hannover sind, sind wir eben die Ecke in Hannover immer, wenn wir Volkswagen sind. 100%. So, dann zum Beispiel, was ich auch übelst gerne mehr reinziehen würde, wäre noch so, wenn echt mal so was Spezielles reinkommt, wie Ferrari oder sowas, hätte ich richtig Bock drauf, wenn es die Kompetzer Club ist. Ne? Das ist schon geil. Wirklich, also ich bin sehr guter Dinge, wir finden was Geiles hier. Ich denke auch, das wird das letzte Mal gewesen sein. Würde mich freuen. Ja, auf jeden Fall. Und dann vor allem neues Leben einhauchen in das Auto. Das ist ja das Geile dahinter. Ne? Wieder auf die Straße bringen, das wäre fett. Auf jeden. Olli, vielen lieben Dank für diese geilen Eindrücke hier. Sehr gerne. Also, brutal. Schön, dass ihr da wart. Festmann, Alter. Ja. Vielen Dank. Dank. Olli, sehr auch vielen Dank. Jawohl. Lieben Super gern. Sympathischer Empfang hier, wirklich. Also auch ein Konzert, das Konzept. Es holt mich einfach ab hier. Ich gehe komplett wird fest, geil. Wirklich. Nur das Wetter hätte ein bisschen besser sein können. Ja. Aber nicht mal das hat uns abgehalten. Das nicht stimmt, mal das. Ja.